mich dieser Film erinnert hat, ich bin dieser Tage, letztes Wochenende bei einem Seminar gewesen und da haben wir am zweiten Tag morgens so eine kleine Aufweckübung gemacht. Da erinnerte der Film dran und vielleicht passt das hier auch hin. Wer von euch kennt denn den Hannes? Er kennt den Hannes nicht, das ist schön. Dann machen wir mal kurz den Hannes für die, die Lust haben. Na, also, hallo, ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Neulich kommt mein Chef und sagt, Hannes, ich sage, boah, dreh den Knopf mit deiner rechten Hand. Ne, wer Lust hat, mach mit. Ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Neulich kommt mein Chef und sagt, Hannes, ich sage, jo, dreh den Knopf mit deinem Kopf. Ich bin der Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Neulich kommt mein Chef und sagt, Hannes, ich sage, nein! Versteht ihr? Man kann Arbeit bis zum Exzess, vielleicht sogar so lange, bis es einen Spaß macht, simulieren. Und wir haben ganz viel von dieser Simulation gesehen. Wir haben ganz viele Dinge gesehen, wo Leute beschäftigt worden sind, sich beschäftigt haben mit der Simulation von Arbeit. Das war in dem gefakten Supermarkt besonders deutlich. Aber auch der eine Kollege, der sagt, wochenlang, bis er es nicht mehr ausgehalten hat, in weißem Hemd und Krawatte auf die Arbeitsagentur. Der eine Kollege, der sich ununterbrochen beworben hat. Ganz viele Beispiele, in denen Arbeit simuliert worden ist. Dabei darf man natürlich nicht übersehen, das hat der Film jetzt so nicht gezeigt, weil das nicht das Anliegen des Films war, aber man darf natürlich nicht übersehen, dass der gesellschaftliche Reichtum immer wieder neu hergestellt werden muss. Der fällt nicht vom Himmel. Eine Gesellschaft muss sich darum kümmern, dass die Güter und Dienstleistungen, von denen Götz Werner ja völlig zu Recht gesagt hat, davon gibt es genug in dieser Gesellschaft. Aber sie müssen immer wieder neu hergestellt werden und eine Gesellschaft muss sich darum kümmern, dass das geschieht. Heute leben wir in einer Gesellschaft, in der ganz offensichtlich es völliger Unfug ist, Leute mit der Androhung des Entzugs des Existenzminimums dazu zu zwingen, Arbeit zu simulieren an Stellen, wo sie längst die vernünftige, notwendige Arbeit, die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums, längst getan ist. Aber ich würde nicht unbedingt und einschränkungslos den Optimismus von Nico Pech teilen, dass in einer Gesellschaft, in der die Arbeitsteilung zurückgefahren wird, in der bestimmte Wachstumsprozesse eingeschränkt oder tatsächlich auch zurückgenommen werden, dass in einer solchen Gesellschaft die Dinge sich ebenfalls noch von alleine tun. Die Produktivität unserer Gesellschaft hat ja ganz viel mit der vorhandenen Arbeitsteilung zu tun und ein Zurücknehmen der Arbeitsteilung, eine ökologisch tatsächlich nachhaltige, eine tatsächlich dauerhaft mögliche Gesellschaft, könnte unter Umständen auch in der Situation kommen, dass nicht mehr sichergestellt ist, dass alle Dinge, die getan werden müssen, auch jemanden finden, der sie tun mag. Dann müsste man sich Kopf drum machen, wie geht das? Menschenrechtlich, und das ist für uns in den Teilen von ATTAC, die sich mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen befassen, ein ganz entscheidender Punkt. Menschenrechtlich wäre es auch in einer solchen Gesellschaft nicht legitim, Menschen mit dem Entzug des Existenzminimums zu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Eine Gesellschaft, die sicherstellen will, dass der gesellschaftliche Reichtum immer wieder neu produziert wird, kann menschenrechtlich nur funktionieren, wenn sie das mit den Menschen, mit ihrem Wollen und mit ihrem Können tut. Ich bin sehr sicher, dass die Idee, dass Menschen sich mit ihrer Gesellschaft und der Umwelt um sie herum tätig auseinandersetzen wollen,
dass eine Gesellschaft, die darauf setzt, auch da ist ganz gerne dazu zu stimmen, dass eine Gesellschaft, die darauf setzt, dass Menschen, wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, die Dinge zu tun, die sie besonders gerne tun mögen und die sie besonders gut können. Ich bin fest überzeugt, dass eine solche Gesellschaft in der Lage sein wird, alle notwendigen Aufgaben zu erledigen. Es ist eine höchst sonderbare und erst sehr junge Idee. Eine Idee, die vielleicht gut 100 Jahre erst sich in der Gesellschaft breit gemacht hat, dass nur die Dinge getan würden, die auch entsprechend bezahlt und mit einem entsprechenden Existenzdruck von den Menschen verlangt werden. Götz Werner hat darauf hingewiesen, es gibt drei Möglichkeiten, mit Dingen umzugehen, die nicht von alleine geschehen. Man kann sie automatisieren, man kann sie besser bezahlen und höher wertschätzen oder man kann sie selber machen. Es gibt eine vierte Idee und eine Erfahrung, die zeigt, es werden Dinge auch gemacht, weil Menschen sie einfach einsehen, weil die Notwendigkeit eingesehen wird. Und die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Notwendigkeit, Dinge zu tun, einzusehen, ist ganz sicher bei den Menschen größer, die sich freiwillig entscheiden können, Dinge einzusehen, als bei denen, die gezwungen werden. Also insgesamt ist der Aussage des Films ganz sicher zuzustimmen. Dort, wo Menschen wertgeschätzt werden, dort, wo Menschen zugetraut wird, dass sie etwas können und dass sie etwas beitragen wollen, dort ist die Chance größer, dass sie es auch tatsächlich tun. Und das soll an der Stelle als kurze Einführung in ein Gespräch dann noch reichen. Der Film war voll von Eindrücken und ich will jetzt nicht versuchen, das nochmal zu toppen. Ich habe versucht, ein paar Ideen, ein paar Überlegungen, ein paar Gedanken hier nochmal reinzubringen und freue mich drauf, mit euch jetzt noch ein bisschen was zu reden, zu diskutieren, auf eure Fragen, auf eure Anmerkungen, auf eure Widersprüche. Der Eindruck jetzt von dem Projekt, das schon recht ausführlich dargestellt wurde, war für mich ein bisschen wie eine wirklich gut laufende Arbeitsagentur, zuzuspitzen. Also die Überlegung ist, jetzt kritisch angedacht, was ist der Unterschied zwischen einer helfenden Arbeitsagentur, die sagt, wenn jemand nichts machen möchte, kürzen wir nicht, und dem Projekt, den wir da gesehen haben. Also dass die Praxis ganz anders aussieht in der Arbeitsagentur, ist vollkommen klar. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber was ich probiere rauszuarbeiten, ist der Unterschied im Ansatz, und eben nicht der, der in der Praxis sicher existiert. Könnte ich sagen, hätten wir ein Arbeitslosengeld, eine Grundsicherung, die unterstützend gewährt wird, die ohne diesen Druck auskommt, und hätten wir darüber, ein bisschen politikpraktisch gedacht, nicht die Möglichkeit, sowas durch die Hintertür einzuführen, als zu versuchen, es gegen Leute durchzusetzen, die unser werter Herr Westerwelle sich sowas auch nie werden vorstellen können. Und davon gibt es, glaube ich, noch relativ viele leider in der Gesellschaft. Ich würde dem Eindruck soweit zustimmen. In der Tat ist das ein Projekt, das ja sich auch ausdrücklich der Aufgabe gewidmet hat, ausgesuchten Menschen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was sie tun wollen. Hinter dem Projekt steht lediglich die Idee, zu zeigen, würde ich jetzt mal, also das Projekt wurde ja nicht in seiner gesamten Philosophie vorgestellt, sondern in der Art, wie es funktioniert. Deshalb muss man die Philosophie ein wenig erahnen. Mein Eindruck ist, dass die dahinterstehende Philosophie die ist, dass gezeigt werden soll, Menschen, die die Möglichkeit haben, etwas zu tun, denen die Bedingungen geboten werden, das zu tun, was sie wollen, die wollen auch was tun. Menschen sind nicht faul und legen sich irgendwo in die Hängematte oder die übliche Formulierung setzen sich vors Fernsehen, trinken Bier und gucken Pornos. Das tun Menschen in der Regel nur mal gelegentlich und nicht dauerhaft, sondern dauerhaft werden sie versuchen, etwas Produktives
aus ihrem Leben zu machen. Das ist, scheint mir die Philosophie dieses Projekts zu sein. Das ist so sicherlich auch richtig und so würde sicherlich auch eine gesellschaftliche Arbeitsagentur, eine Arbeitsvermittlung, eine Arbeitsunterstützung funktionieren können, wenn es darum ginge, Menschen dazu zu befähigen, Dinge zu tun, die sie gerne tun mögen. Arbeitsvermittlung im Kapitalismus hat aber nicht diese Aufgabe. Arbeitsvermittlung im Kapitalismus hat die Aufgabe, Menschen zu produzieren, die in der Lage sind, die Dinge zu tun, die kapitalistisch nachgefragt werden. Und da ist der Supermarkt und die Simulation der Arbeit im Supermarkt ja eine sehr interessante Geschichte. Tatsächlich, das haben wir in einer kurzen Sequenz vorher gesehen gehabt, in dieser ewig großen Halle, wo die Gabelstapler und die Beladekräne ohne Menschen funktioniert haben. Da erschien so eine Idee. Tatsächlich braucht man in unserer heutigen kapitalistischen Gesellschaft überhaupt keinen einzigen Beschäftigten im Supermarkt. Wenn Roboter Autos bauen können, können die selbstverständlich auch in Einzelhandelsgeschäften und im Supermarkt bevorraten und bedienen. Das ist überhaupt kein Thema. Das, was die dort simuliert haben, braucht kein Mensch. Der einzige Grund, dass Einzelhandelsverkäuferinnen und Verkäufer noch beschäftigt werden und bezahlt werden, besteht darin, dass sie sich für so wenig Geld verkaufen müssen, dass sie damit billiger sind als die Maschinen, die es längst gibt, die ihre Arbeit längst tun können. Und in einer Gesellschaft, in der ein bedingungsloses Grundeinkommen da wäre, in einer Gesellschaft, in der man eine Arbeitsagentur hätte, die Menschen helfen würde, das zu tun, was sie tun wollen, würde kein Mensch freiwillig, wahrscheinlich kaum jemand, keiner, das weiß man nie, aber kaum jemand freiwillig 40 Stunden Bereitschaft die Woche, 20 Stunden Arbeit die Woche im Supermarkt für 400 Euro im Monat leisten. Das ist aber das, was ganz viele Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel tun. Die Tatsache, dass man Menschen zu diesem Preis und zu diesen Bedingungen für solche Arbeit findet, die muss hergestellt werden. Das passiert nicht von alleine. Den Leuten muss man Druck machen, die Leute muss man erniedrigen, die Leute muss man, denen muss man zeigen, tiefer kannst du nicht fallen. Erst wenn Leute das tatsächlich glauben von sich selber und wenn die Bedingungen so sind, dass sie das auch glauben müssen, erst dann funktioniert das. Und deshalb kann man sich im Kapitalismus eine Arbeitsagentur, so wie dieses Projekt, zwar abstrakt vorstellen, aber tatsächlich würde das dazu führen, dass die für die Kapitalverwertung notwendigen Beschäftigten nicht mehr zur Verfügung stehen. Das war ja auch der Zweck und der Sinn von Hartz IV, die Beschäftigten so zu disziplinieren, dass sie sich diese Bedingungen gefallen lassen. Also völlige Zustimmung, man könnte das ganz anders machen, wenn es darum ginge, Menschen bei ihrer Tätigkeit zu helfen. Genau darum geht es nicht, die Propaganda dieses ganzen Hartz IV-Systems. Wir wollen Menschen befähigen, tatsächlich produktiv tätig zu sein. Das ist genau die Lüge, hinter der sich versteckt. Wir wollen Menschen so fertig machen, dass sie sich um jeden Preis verkaufen müssen. Wir haben genau zu diesen Fragen auch eine relativ ausführliche Auseinandersetzung in unserem jüngsten Buch zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen geführt, das Ronald Plaschke und ich herausgegeben haben. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, Rainer Flassbeck und andere Wissenschaftler des DIW haben vor einem guten Jahr, ja fast zwei Jahren inzwischen, ein Buch vorgelegt über Irrtum Grundeinkommen. Und wir haben Ende letzten Jahres in einem Buch, das Teil der Lösung, sehr intensiv uns genau mit diesen Fragen, wie funktioniert eigentlich Arbeit, wie funktioniert Produktion, wie funktioniert auch das Anpassen der Arbeitskräfte im Kapitalismus, genau diesen Fragen sind wir da recht intensiv nach. Okay, ich glaube, wir haben hier eine weitere Frage. Eine Frage zu dem Szenario, in dem es eine Grundsicherung gäbe. Gäbe es in dieser Gesellschaft genauso auch eine technische Entwicklung, eine medizinische Entwicklung, könnten wir sozusagen den medizinischen Entwicklungsstand halten, würden Menschen genauso innovativ sein, nur durch eigenen Antrieb, durch was Sie gesagt haben, dass die Notwendigkeit erkannt wird. Und daran gekoppelt die gleiche Frage, würden alle Jobs, die man nicht gerne macht, würden die wirklich durch Technik ersetzt werden können? Oder wer kümmert sich um die Sachen, die nicht gerne gemacht werden?
Also die Frage mit den Dingen, die niemand gerne macht, da bin ich immer sehr dankbar für. Deshalb provoziere ich sie meistens nicht. Götz-Werner hat schon darauf hingewiesen. Ich würde es aber noch mal ein bisschen anders anfassen. Natürlich kann man einen Teil der Dinge, die niemand gerne macht, einfach besser bezahlen, dann werden sie gemacht. Solange es eine Gesellschaft gibt, die noch auf der Basis von Geld funktioniert, und auch eine Grundeinkommensgesellschaft wäre ja erstmal eine Gesellschaft, die auf der Basis von Geld funktioniert, nur hat niemand mehr die Situation, dass er gar kein Geld hat. Das ist, aber ansonsten bleibt es ja dasselbe. In einer Gesellschaft, die auf der Basis von Geld funktioniert, bleibt Geld auch ein Anreiz, Dinge zu tun. Und wenn man genügend bezahlt, findet man auch Leute, die dann die Arbeiten tun, die sonst niemand machen will. Das ist völlig klar, das wird funktionieren. Aber wenn wir das am Beispiel vom Müll, da mache ich es eigentlich immer am liebsten, wenn man das da am besten zeigen kann, nochmal deutlich macht. Götz-Werner sagt, man kann die Arbeit besser wertschätzen und besser bezahlen. Man kann sie automatisieren. Man kann sie selber machen. Klar, man kann den Müll liegen lassen, bis er einem stinkt, dann macht ihn schon einer weg. Das ist dort ganz wortwörtlich. Beim Müll ist aber auch sehr deutlich zwei andere Dinge. Erstens, den allergrößten Teil des Mülls brauchen wir gar nicht zu machen. Der allergrößte Teil des Mülls ist einfach sinnlos. Den müsste es überhaupt gar nicht geben. Wir könnten eine Gesellschaft uns leicht vorstellen, das hat jetzt wieder was mit der Wachstumskritik zu tun und dem Punkt, den Nico Pech stark gemacht hat, wir könnten uns ganz leicht eine Gesellschaft vorstellen, in der es kaum noch Müll gäbe. Wir können aber, und das fehlt systematisch in diesen ganzen Diskussionsansätzen, auch um das bedingungslose Grundeinkommen, auch um die Wachstumskritik, bei den allermeisten Männern, die über diese Frage diskutieren. Es bleibt ein Rest von Tätigkeiten, der sich nicht dadurch erledigt, dass man ihn liegen lässt, bis er stinkt, oder den man nicht wegrationalisieren kann, nicht einfach sein lassen kann und den man auch nicht rationalisieren kann. Du kannst das kleine Baby, das schreit und Hunger hat, oder den alten Menschen, der krank ist und versorgt werden muss, nicht liegen lassen, bis irgendeiner sich dessen erbarmt. Sondern darum muss sich eine Gesellschaft kümmern. Auch heute noch ist es in der Regel so, es wird auch gemacht. Ja, diese Menschen bleiben in der Regel nicht einfach liegen, bis sich das Problem erledigt hat, sondern es kümmert sich jemand. Aber dies geschieht auf der Basis einer gesellschaftlich extrem ungerechten Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Es sind in der Regel Frauen, die dies tun, die einsehen, dass man sich kümmern muss. An diesem Punkt wäre das bedingungslose Grundeinkommen sicherlich nicht von vornherein schon die Lösung. Ein bedingungsloses Grundeinkommen schafft eine Basis, auf der die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern anders geregelt werden kann. Götz Werner sagt völlig zu Recht, wer ein Grundeinkommen hat, ist nicht mehr erpressbar. Ich habe vor Jahren mal in der Bundesschule der IG Metall mit VW-Betriebsräten gearbeitet. Und die Kolleginnen und Kollegen, das sind zwei Kolleginnen und 22 Kollegen, zu Beginn der Arbeit gefragt, bitte schreib mal einen Punkt auf, stell dir vor, du hast Lotto gewonnen, eine Rente, ein Leben lang, 1000 Euro, das war über 10 Jahre her, also das war damals noch ein bisschen mehr als jetzt, 1000 Euro im Monat, inflationsausgeglichen, also die Kaufkraft von 1000 Euro bleibt dir ein Leben lang zur Verfügung, schreib mal bitte einen Punkt auf, den du in deinem Leben ändern willst. Und es ist kein Zufall, dass ich dann eine Karte zurückbekam, auf der stand, ich würde mich scheiden lassen. Hätte ich gefragt, was machst du anders, wenn du 300 Euro hast, hätte ich diese Antwort nicht bekommen. Es liegt daran, dass du genügend Geld hast, um Nein zu sagen zu einer Zumutung, der du dich nicht freiwillig stellen willst. Also bedingungsloses Grundeinkommen würde an dieser Stelle die Erpressbarkeit reduzieren und damit eine Basis schaffen, die geschlechtliche Arbeitsteilung zu verändern. Es ist aber völlig klar, dass alleine das Grundeinkommen diese Situation nicht verändern würde. Also da bleibt eine Leerstelle, die in der Debatte gerade bei Götz Werner eigentlich immer ausgeblendet wird unter der Wachstumskritik bei Nico Pech auch. Die Frage der Innovation, der erste Teil deiner Frage, die wäre nochmal anders zu beantworten. Es gibt eine spezielle Art der Innovation im Kapitalismus. Und die würde durch ein Grundeinkommen nicht von vornherein in Frage gestellt, aber ein bedingungsloses Grundeinkommen würde ja den Zwang des Verkaufs der eigenen Arbeitskraft mildern, nicht aufheben.
weil das Grundeinkommen wäre nicht so hoch, dass alle Leute sagen würden, danke, das war's, ich gehe nicht mehr auf die Arbeit. Aber es würde das mildern. Aber es blieb der Kapitalismus noch bestehen. Im Kapitalismus gibt es eine spezielle Art der Innovation, die darauf hinausläuft, wer als erster eine Technik einführt bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die es ihm ermöglicht, dasselbe Gut kostengünstiger herzustellen als die Konkurrenten. Der hat einen höheren Gewinn wie die Konkurrenten und eine sicherere Situation auf dem Markt. Das heißt, es gibt aus der kapitalistischen Ökonomie heraus eine selbstläufige Bewegung dahin, die Produktionsprozesse immer rationeller und produktiver zu machen. Das darf man nicht verwechseln mit Innovation. Das wird in der bürgerlichen Volkswirtschaft normalerweise als Innovation verkauft, weil dort nur Marktprozesse bewertet werden. Tatsächlich ist nicht nur das Innovation. Es hat längst vor der Durchsetzung des Kapitalismus als allgemeine Ökonomie Erfindungen gegeben. Es hat dramatische gesellschaftliche Fortschritte aus höchst unterschiedlichen Situationen gegeben. Es hat wissenschaftliche Entwicklungen in breitem Umfang in sehr, sehr vielen Gesellschaften gegeben. Die mittelalterliche Ständegesellschaft in Europa hat das ein Stück weit gebremst. An anderen Stellen der Welt hat es dramatische Fortschritte gegeben, weil die eine solche Ständegesellschaft nicht kannten. Und auch in der beginnenden Neuzeit, längst vor der Durchsetzung des Kapitalismus, hat es entsprechende Entwicklungen gegeben. Ich glaube, dass gerade im medizinischen Bereich, das war ja der Ausgangspunkt deiner Frage, man sehr leicht zeigen kann, dass die Fragestellungen, wie kann ich effektiver Krankheiten verstehen, wie kann ich effektiver mit Krankheiten umgehen, wie kann ich effektiver Krankheiten heilen, wie kann ich effektiver den Ausbruch von Krankheiten vermeiden, eine Fragestellung ist, die eigentlich seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in Europa eine Tradition hat. Also man kann schon zeigen, wissenschaftsgeschichtlich, dass die Entstehung der modernen Medizin zum Beispiel ganz ausdrücklich, so wie auch andere Wissenschaften, ganz ausdrücklich auf antike Konzepte, auf Konzepte aus dem alten Griechenland zurückgreift und dort versucht, Dinge weiterzuentwickeln. Also es gibt eine ganz lange Geschichte medizinischer Innovation, die aus der wissenschaftlichen Neugier einerseits und dem Umgang mit Krankheit in der Gesellschaft andererseits resultiert und mit kapitalistischer Profitmaximierung, dass man gar nichts zu tun hat. Insofern muss die Antwort auf diesen Teil der Frage geteilt ausfallen. Die kapitalistisch getriebene Innovation, das immer produktiver machen von gesellschaftlichen Tätigkeiten, würde bei einer Einschränkung der kapitalistischen Verwertungsmaschine sicherlich verlangsamt werden. Die Frage der Neugier, die Frage der Auseinandersetzung mit Natur und Gesellschaft um sich herum ist dadurch sicher nicht erledigt. Innovation würde nicht aufhören, sie würde langsamer werden. Vermute ich. Beweisen kann ich dann natürlich nicht alles in die Zukunft hinein. Nichts ist so unsicher wie die Zukunft, das ist klar. Es ging ja schon mehrfach um Arbeitsumverteilung. Ja, genug ist genug für alle, also wir müssen die Arbeit nicht umverteilen, das sagt auch Nico Pech und sowas. Da würde mich nochmal interessieren, wie das genau vonstatten gehen könnte. Geht es einfach darum, einen Haufen von Qualifikationsmaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten? Müssen die Jobs anders designt werden, damit da jeder das machen kann? Wie könnte da so ein Übergang auch aussehen? Danke. Dieser Übergang läuft längst. Und die Debatte darum, wie dieser Übergang genau gestaltet werden kann, fürchte ich, liegt dramatisch hinter der realen Entwicklung zurück. Wir haben längst eine Situation, in der der wesentlichste Teil moderner Produktivität in der Wissensproduktion besteht. Nicht mehr darin, dass irgendwo am Fließband was gemacht wird oder Maschinen bedient werden, sondern in der Wissensproduktion, in der Produktion, in der Entwicklung neuer Maschinen, in der Entwicklung neuer Softwares und in all diesen Dingen, in all diesen Prozessen. Diese Prozesse sind längst kollektiv organisiert. Kein Mensch kann mehr sagen, was der Anteil eines bestimmten produktiven Menschen an der Software ist.
sondern da haben ganz, ganz viele auf Ergebnisse zurückgegriffen, die schon da waren. Ganz vieles wird integriert, von dem man überhaupt nicht mehr sagen kann, woher es kommt. Ganz viele arbeiten zusammen, ganz viele Erfahrungen fließen in denselben Produktionsprozess ein. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Arbeitsteilung hat gerade in der Wissensproduktion, aber nicht nur in der Wissensproduktion, auch an vielen anderen Punkten, Formen angenommen, die durch die Digitalisierung teilweise als Arbeitsteilung kaum noch erkennbar sind. Also Amazon zum Beispiel betreibt seit zwei Jahren, glaube ich inzwischen, oder zweieinhalb Jahren eine Plattform, wo die Arbeiten ausschreiben, wo die Aufgaben stellen, deren Lösung man einschicken kann. Ich mache es am Beispiel einer Übersetzung, das wird aber auch für viele, viele andere Tätigkeiten angeboten. Die haben also ein dickes Buch, das übersetzt werden soll, aus irgendeiner Sprache ins Deutsche, und bieten diese Übersetzung, sagen wir mal, 500.000 Zeichen hat dieses Buch, dann hast du so ein normal dickes Sachbuch, das bieten sie in 500 Zeichen Häppchen an. Du kannst dich auf je 500 Zeichen bewerben, die übersetzt du, und wenn die Firma, also die Ausschreibung kommt von der Firma, und da ist ein Subunternehmer, der das alles zusammenführt, da bewerben sich auf ein 500-Päckchen, da schicken 27 Leute eine Lösung ein, und der Subunternehmer nimmt eine, die ihm am besten gefällt. Die wird bezahlt, die anderen 26 kriegen nichts. Das ist denen verhältnismäßig egal, weil sie diese 500 Zeichen innerhalb von anderthalb Minuten, wo sie eh eine Pause hatten im Netz, nebenher gemacht haben und abgeschickt, mit der, vielleicht kriege ich da ja den 1,25 Euro, den es dafür gibt, oder die 97 Cent, oder was dann immer dafür gezahlt wird. Vielleicht kriege ich das ja, vielleicht doch nicht. Diese Art von Arbeitsteilung, die überhaupt keinen Unterschied zwischen Lebens- und Arbeitszeit mehr gibt, die du gar nicht mehr als Arbeit wahrnimmst, diese Art von Arbeitsverhältnissen nehmen immer weiter zu. Ein dritter Prozess, dort, wo Menschen noch zusammenhängend arbeiten, haben sie zwar manchmal und oft noch einen Arbeitsvertrag, aber es interessiert gar nicht mehr, was sie für einen Arbeitsvertrag haben, sondern es interessiert, was sie an Arbeitsergebnis abliefern. Wir haben bei dem Seminar, von dem ich eben eingangs sprach, am letzten Wochenende eine ganze Reihe von Beispielen gehört und gesehen, wie in großen Firmen heutzutage, Unilever in Hamburg ist so ein Beispiel, Unilever Zentrale, Unilever Deutschland Zentrale in Hamburg ist so ein Beispiel, wo die Beschäftigten praktisch keine Arbeitszeiten haben. Und die können kommen, wenn sie wollen, die können zu Hause bleiben, spielt auch keine Rolle. Es gibt doch keine genau definierte Erwartung. Es muss nur hinterher das Betriebsergebnis in der Abteilung, in der sie sind, stimmen. Da gibt es einen Benchmark. Und zwar ein rein ökonomisches, in den Zahlen muss es stimmen. Wie die das gemacht haben, spielt überhaupt keine Rolle. Die haben zwar einen Arbeitsvertrag, verkaufen aber überhaupt nicht mehr ihre Arbeitszeit, sondern das Ergebnis ihrer Arbeitstätigkeit. Was vollkommen anderes, wie die Zeit zu verkaufen. Und ein viertes, das hat sich inzwischen ja in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen herumgesprochen und ist bekannt geworden, dass auf der Basis der neuen 3D-Drucker eine Produktionsmöglichkeit entsteht und sich entwickelt, die auf der Produktionsebene, auf der Ebene der faktischen Hardwareproduktion, den Prozess nachvollzieht, der auf der Ebene der Wissens- und Softwareproduktion schon längst besteht. Das heißt, es ist absehbar, dass in sehr naher Zukunft die Produktion von tatsächlichen Dingen, von Stühlen, Mikrofonen, Traktoren und ich weiß nicht was, ja, über eine Software funktioniert und nicht mehr über eine Fabrik mit Maschinen und Beschäftigten. Über eine Software und einen 3D-Drucker und fertig. Wenn du diese vier Veränderungsprozesse der Arbeitswelt zusammennimmst, dann ist die Vorstellung, soziale Sicherheit zu schaffen, über die Art und Weise, wie Menschen in den Arbeitsprozess integriert sind, eine völlig anachronistische Vorstellung. Da musst du gesellschaftlich die Menschen mit einem Einkommen versehen, dass sie überleben können, und dann gucken, wie auf dieser Basis die Tätigkeit der Einzelnen so wertgeschätzt werden kann, dass die auch das Gefühl haben, sie sind zu was da in der Gesellschaft. Ich glaube, da ist die
die sozialwissenschaftliche und gesellschaftspolitische Fantasie noch ewig weit hinter der tatsächlichen Entwicklung zurück. Und Grundlage für diesen ganzen Prozess kann eigentlich nur sein, die soziale Sicherheit, die materielle Existenz von allen Menschen als allererstes zu garantieren, damit niemand vor diesem Prozess Angst haben muss und völlig sinnlose Arbeitsplätze verteidigen muss. Hauptsache, es entsteht daraus ein Einkommen. Das Beispiel von den Heizern auf den britischen Elektroloks war an der Stelle ja wirklich schlagend. Die brauchte man wirklich nicht. Und wir sind von einer solchen Debatte, glaube ich, noch sehr, sehr weit entfernt. Also deine Frage stellt genau die richtige Frage, aber die Basis für die Antwort ist gesellschaftspolitisch noch gar nicht angekommen in den Köpfen. Also ich finde die Idee des Grundeinkommens sehr gut, aber habe jetzt gerade bei dem letzten Beitrag nochmal rausgehört, dass da eine sehr große Technikbegeisterung mit rausspricht, die ich so nicht teilen möchte, weil ich denke, dass unliebsame Arbeiten, die nicht getan werden sollen über diese Produktion, wie sie jetzt in Produktionsheim stattfindet, nicht durch technische Lösungen geleistet werden können. Da wird für mich die ganze Perspektive ausgeblendet, dass die Ressourcen, die wir haben, dafür nicht ausreichen werden. Zumal auch wenn alles durch Technik hergestellt werden soll, muss ja auch irgendwo diese Technik hergestellt werden. Und wo kommen die Ressourcen für diese Technik her? Das sind ja meist Arbeitsverhältnisse, die jetzt auch wahrscheinlich nicht mal in Deutschland liegen und dann unter Bedingungen laufen, die wir hier nicht mehr hinnehmen würden, sodass das ganze System dann nicht mehr funktioniert. Deswegen finde ich diese, was ich rausgehört habe, diese Denkweise, Grundeinkommen würde funktionieren und die Gesellschaft nicht großartig verändern, kann ich nicht teilen. Ich glaube, es hätte schon eine viel, viel größere Veränderung, auch in unserem Wohlstand und in unserem ganzen Lebensweise, wenn wir dieses Grundeinkommen wirklich einsetzen, weil halt viele Sachen dann wegfallen würden, meiner Meinung nach. Ich habe durchaus keine Technikbegeisterung in dem Sinne, wie du es jetzt rausgehört hast. Das war der Versuch darzustellen, was ist längst realer Prozess und was steckt in diesem realen Prozess für ein gesellschaftsveränderndes Potenzial drin. Ob diese Veränderungen in jedem Punkt so wünschenswert sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben in dem erwähnten Buch und auch in dem zweiten, was ich mitgebracht habe, und auch noch in einer Reihe von anderen Texten uns immer wieder ausführlich gerade auch mit der ökologischen Frage auseinandergesetzt. Ich hatte vorhin ja schon mal auf das Problem hingewiesen. Selbstverständlich ist es so, dass die Welt voll ist von Dingen, die niemand braucht. Und gleichzeitig ist die Welt voll von Menschen, die nicht bekommen, was sie dringend brauchen. Das ist ja beides im Kapitalismus der Fall. Und wenn wir eine Welt wollen, in der all der überflüssige Schrott auch nicht mehr hergestellt wird, dann müssen wir in der Tat den Menschen, die diese Dinge bisher machen, also ich mache es mal ganz einfach ein Beispiel. Kein Mensch braucht Gentechnologie und kein Mensch braucht Atomtechnologie. Da wird nichts an Gebrauchswerten hergestellt und großen Teil des Verkehrs braucht kein Mensch dafür, dass man eine anständige Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen gibt. Das wird ausschließlich getan, weil man damit Geld verdienen kann aus Sicht der Investoren, und weil man damit ein Einkommen erzielt aus Sicht der Beschäftigten. Ausschließlich zu diesem Punkt. Solange du den Menschen aber nicht sagst, von was sie leben sollen, werden sie diese Arbeitsplätze verteidigen, obwohl ich war mit Veranstaltungen zum Grundeinkommen in Bochum, ich war in Kaiserslautern, ich war in Rüsselsheim und auch die Beschäftigten von Opel Bochum und Opel Kaiserslautern und Opel Rüsselsheim wissen erstens, dass man mindestens zwei Automobilfabriken schon jetzt, unabhängig von der ökologischen Frage, gar nicht braucht, weil die Kapazitäten viel zu groß sind. Und wissen auch, dass es klügere Möglichkeiten gibt, von A nach B zu kommen, als dass jeder allein mit seinem eigenen Auto im Stau steht. Aber sie verteidigen diese Arbeitsplätze, weil sie ein Einkommen brauchen. Und wenn ich will, dass man mit den Kollegen und Kolleginnen eine offene Diskussion darüber führen kann, dass das doch Quatsch ist, muss ich ihnen sagen, wovon sie leben sollen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist also einer der Vorschläge, das alleine tut es nicht, aber es ist einer der Vorschläge, der dabei hilft, genau die Debatte um den ökologischen Umbau auch führen zu können, ohne dass die aus lauter Angst die Leute sagen, nee, nur aus lauter Existenzangst, nee, da mache ich nicht mit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich bin ganz sicher, dass erst in einer Gesellschaft,
in der Menschen die Erfahrung haben, ich habe genug, um halbwegs anständig zu leben. Eine Vorstellung, dass genug nicht heißt, immer mehr von allem, sondern dass genug irgendwann nochmal genug heißt. Erst in einer Gesellschaft, in der Menschen die Erfahrung haben, dass sie dieses Genug auch behalten, dass ihnen das nicht weggenommen wird, dass das nicht in Frage steht. Erst in so einer Gesellschaft, glaube ich, kann sich so eine Vorstellung überhaupt erst als gesellschaftsleitendes Bild etablieren. Solange wie jedes Individuum Angst haben muss, durchs Rost zu fallen, wird eine solche Vorstellung nicht gesellschaftsprägend. Deshalb ist das bedingungslose Grundeinkommen natürlich auch eine Voraussetzung für ökologische Veränderungen. Es gibt einen zweiten Punkt, und den finde ich sehr wichtig, damit setzen wir uns in der Tat gegenwärtig sehr intensiv auseinander, seit ein paar Jahren schon sehr intensiv auseinander. Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, in denen jetzt schon bestimmte Produktionen eingestellt werden könnten, ohne dass sie in irgendeiner Weise zu einem schlechteren Leben für die Menschen führen. Das typischste Beispiel, oder zwei Beispiele, das eine hatte ich schon genannt, ist Verkehr. Wir haben, ich mache es jetzt ein bisschen schematisch, aber vom Prinzip her stimmt es, wir haben die Situation, dass die Metzger aus Bulgarien nach Niedersachsen gebracht werden, weil die in Niedersachsen sehr viel weniger Geld verdienen als in Bulgarien. In Bulgarien sind die Löhne zu hoch dafür. Die werden nach Niedersachsen gebracht. Dort werden die Schweine aus halb Nord- und Westeuropa hingebracht und die bulgarischen Metzger schlachten die dort. Dann werden die Schweinehälften nach Italien gebracht, damit sie dort entsprechend behandelt werden können, damit Parmaschinken daraus werden kann. Dann werden sie nach Portugal zum Lagern und Reifen gebracht und anschließend wieder nach Hannover, um dort Parmaschinken zu verkaufen. Das könnte man alles auch direkt in Hannover machen mit hannoveranischen Arbeitskräften. Und an jeder anderen Stelle in Europa auch. Das ist vollkommen blödsinniger Verkehr, der da gemacht wird. Vollkommen überflüssig. Das Produkt hat da gar nichts. Die Versorgung der Leute, unabhängig davon, ob wir jetzt Maschinen haben will oder nicht, hängt davon überhaupt nicht ab. Ja? Noch deutlicher wird es im Bereich der Landwirtschaft überhaupt. Wir haben mit der industriellen Landwirtschaft nicht nur einen aberwitzigen Verkehr und einen aberwitzigen Aufwand an externer Energie, nicht nur für den Verkehr, sondern für die Produktion, Dünger und Maschinen. Während alle empirischen Untersuchungen seit mindestens 10 Jahren sehr deutlich zeigen, dass mit einer bäuerlichen Landwirtschaft, muss nicht mal ökologisch sein, mit einer bäuerlichen Landwirtschaft mit geringerem externen Input ein höheres Ergebnis zu erzielen wäre, ein höherer Ertrag zu erzielen wäre. Allerdings nicht Ertrag, Massenertrag einer Sorte, sondern diversifizierter Ertrag verschiedener Sorten, die auch zu regionalen Vermarktung führen müssten, die man weltweit so gar nicht vermarkten könnte. Was wiederum ein Vorteil wäre. Ja. Das sind Bereiche, in denen es sich aus unserer Sicht, auch als Vertreter eines bedingungslosen Grundeinkommens, dringend anbietet, jetzt schon eine enge Verbindung mit der Ökologiebewegung einzugehen und dafür zu, und in dem Fall auch mit der bäuerlichen Bewegung, und dafür sich zu engagieren, dafür zu kämpfen, dass diese Möglichkeiten auch real durchgesetzt werden, weil man dort im Kleinen und trotzdem umfassend und global zeigen kann, dass es Möglichkeiten für ein gutes Leben gibt, die nichts mit dieser aberwitzigen, globalisierten, kapitalistischen Produktion zu tun haben. Da kommt beides zusammen. Das nimmt die Angst, durchs Rost zu fallen, weil die Versorgung mit Nahrungsmitteln gesichert werden kann, gezeigt werden kann, dass es funktioniert. Und es nimmt ökologisch einen großen Teil der Schadproduktion weg, gleichzeitig in einem Schritt. Solche Dinge finde ich extrem wichtig und insofern nicht die Technikbegeisterung, sondern es war nur der Versuch zu zeigen, dass auch die materielle Produktion überhaupt nicht mehr so organisiert werden müsste, dass sie kapitalistisch zentral kontrolliert ist und dass es auch dafür andere Möglichkeiten geben wird in Zukunft. Wie ökologisch das ist, muss dann nochmal einzeln diskutiert. Hallo, ich weiß nicht, ob der Film das schon thematisiert hat, aber ich glaube, diese Grundeinkommensdebatte, die greift irgendwie noch nicht so ganz ins Fundament rein, ist meine Ansicht. Also ich habe das Gefühl, das ist so, naja, das ist ein bisschen überspitzt so, ein bisschen wie Schöne neue Welt manchmal, oder so, wo man sagt, okay, die Botschaft hört dich wohl, allein mir fehlt der Glauben, weil nehmen wir jetzt mal an, auch wenn die Menschen jetzt sozusagen
psychischen Faktor jetzt sozusagen diesen Stress, das Ganze, was jetzt in diesen Wirkmechanismen dann abgenommen wird, und zu sagen, okay, ich habe jetzt kein Grundeinkommen, ich kann jetzt machen, was ich will. Da haben wir auch noch was anderes, ich weiß nicht, ob es in dem Film jetzt so wiedergegeben worden ist. Wir haben in Deutschland allein so circa 80 Millionen Menschen. Und jetzt von den Produktiven nehmen wir vielleicht mal 60 oder so. Und jetzt nehmen wir mal dieses Szenario, wenn all diese Menschen dann sagen, okay, ich möchte mich jetzt verwirklichen, mein Leben, ich möchte was machen mit anderen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt, wie es angesprochen ist, hier, wie mit der bäuerlichen, solidarischen Landwirtschaft, oder jetzt wie zum Beispiel in Leipzig hier die Stadtgärten oder so Wohngenossenschaften, so Wohnprojekte wie hier die Mietshäuser oder Wächterhäuser und das Ganze, da wird man sehr schnell feststellen, dass es nur eine begrenzte Fläche als Verwirklichungsfläche gibt. Also das heißt, es wird dann immer noch einen großen Rest geben an der Bevölkerung hier, die sich nicht verwirklichen können, weil es dann schon Wisser gibt, die sich, wie, um es vielleicht in den 60ern zu nehmen, etabliert haben dann. Also die sind dann schon eingesessen, haben schon ihre Gruppierung, ihre Freundeskreise geschaffen und sagen dann, ja, das ist so offen für alle und wir machen da jetzt was, aber man merkt dann sehr schnell, es ist nicht genug Raum oder Platz dafür da. Also es gibt noch welche, die dann so wie Schlange stehen, um sich dann verwirklichen zu können. Müsste es da nicht irgendwie am Ende vielleicht ganz andere Ansätze oder Herangehensweisen geben und sagen, wir müssen empfunden, also im elementarsten Wesen des Menschen oder unserer Gesellschaft mal wirklich was anderes verändern. Indem man sagt, du bist eigentlich so, wie du bist jetzt okay, du musst dich nicht irgendwie erst durch Projekte, wie es immer hier in Sozialwissenschaften oder pädagogischen Bereichen dann verwirklicht wird, dann zum Leben dann erwachen. Also du bist so, wie du bist, bist du jetzt schon gut. Und ich glaube auch, dass diese tiefe Unruhe, die in uns steckt, was auch dieser Fortschrittsgedanke auch beflügelt und diese immer weitere Entwicklung und im Weltall und die ganzen Utopien und Science-Fiction-Romane, die ja voll davon sind. Sozusagen ist nur noch der Weltall Platz für unsere innere Unruhe, für unsere menschliche Streben und Drängen und Forschen hat. Aber ich glaube, es ist auch am Ende, dass wir vielleicht eine Ruhe wiederfinden müssen und ein gemeinsames Miteinander. Und ich weiß nicht, ob das mit diesem Grundeinkommen, mit diesem Schritt, ob das ganz schön machbar wäre. Doch, ich denke, genau das ist das Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ja letztlich nichts anderes als eine Anerkenntnis aller Formen der gesellschaftlichen Produktivität. Das bedingungslose Grundeinkommen, das hat Götz Werner, da denke ich, auch ganz richtig dargestellt, sagt zu jedem und jeder, du trägst zur gesellschaftlichen Produktivität in einer Weise bei, die wir als Gesellschaft dadurch alle gemeinsam anerkennen, dass wir dich mit der materiellen Minimalausstattung versehen, die notwendig ist, um in dieser Gesellschaft halbwegs anständig leben zu können. In diesem Sinne vergleiche ich das bedingungslose Grundeinkommen sehr gerne mit dem politischen Wahlrecht. So wie das politische Wahlrecht ein staatsbürgerliches Grundrecht ist, ist das bedingungslose Grundeinkommen ein wirtschaftsbürgerliches Grundrecht. Und es hat vor der Einführung des allgemeinen Wahlrechts genau dieselben Debatten gegeben. Wenn jetzt alle wählen dürften, dann wird sich jeder in jeden Unsinn einmischen und man kommt zu gar keiner Entscheidung mehr und ich weiß nicht was. Genau diese Debatten hat es überall immer wieder gegeben. Nicht nur die Tatsache, dass das Wahlrecht so organisiert ist in unserem repräsentativen System, dass dieses Einmischen und politische Diskutieren oft gar nicht viel bringt, hat verhindert, dass es dazu gekommen ist, sondern auch das Bedürfnis und Interesse der Menschen. Im Prinzip hat es den meisten Menschen gereicht, zu wissen, sie haben diese Einflussmöglichkeit. Sie haben diese Mitbestimmungsmöglichkeit, ohne dass sie das Bedürfnis haben, die von morgens bis abends wahrzunehmen. Ich glaube, ein wirtschaftsbürgerliches Grundrecht würde genauso wirken. Das würde dazu führen, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe meine ökonomische Sicherung, meine Produktivität ist anerkannt, ich könnte tun, was ich will. Und ich sehe eigentlich nicht die Gefahr, dass relevante Teile der gesellschaftlichen Produktivität mit dem Grundeinkommen dergestalt wegbrechen würden, dass alle jetzt nur noch
Projekte gestalten, Bilder malen, Romane schreiben oder ich weiß nicht was möchten. Wenn wir auf der Straße, und das machen wir sehr oft, wir haben so einen 1.000-Euro-Schein gedruckt, auf dem wir auf der Rückseite die Kriterien eines Grundeinkommens drauf haben und auf der Vorderseite eben diesen Fake eines 1.000-Euro-Scheins, den verteilen wir oft auf der Straße und fragen Leute, was würden sie denn tun, wenn dieser Schein echt wäre und sie den jeden Monat bekommen würden. Und die Antworten sind sehr, sehr weitgehend in zwei Richtungen. Also insgesamt sicher an die 80% haben im Kern zwei Antworten. Die eine ist, ich würde alles weitermachen wie bisher. Und die andere ist, ich würde weniger tun als bisher. Nur sehr, sehr wenige sagen vollkommen andere Dinge. Es ist ja nicht so, dass alle Tätigkeiten, die Menschen heute zum Geld verdienen, tun, unsinnige und überflüssige Tätigkeiten sind. Viele sind unsinnig und überflüssig und ich glaube nicht, dass bei einem bedingungslosen Grundeinkommen Leute noch für 400 Euro diesen Job beim Lidl oder beim Aldi machen würden, wie ich das eben beschrieben habe. Aber ich bin ziemlich sicher, dass eine Menge an Tätigkeiten weiterhin getan würden. Die, die nicht getan würden und die gesellschaftlich notwendig sind, das sagte ich oft zum Beginn in meinem kurzen Einführung schon, da muss sich die Gesellschaft dann Gedanken darüber machen, wie werden sie denn möglich, wenn sie nicht von alleine getan werden. Wie gesagt, meine Angst ist da verhältnismäßig klein, dass es dazu kommt, aber wäre es denn so, dass, welche Aufgabe auch immer, sich nicht darüber regelt, dass Menschen es einsehen und dass da Angebote sind, dann muss man gucken, ob die besser bezahlt werden müssen. Dann muss man gucken, ob es eine gesellschaftliche Werbung dafür gibt. Dann muss man gucken, wie die Arbeitsbedingungen und die konkreten Arbeitsabläufe so umgestaltet werden können, dass sie attraktiver werden. Und unter Umständen muss an irgendeiner Stelle auch eine demokratische Debatte darüber geführt werden, welche Maßnahmen muss man denn jetzt ergreifen, damit bestimmte Dinge getan werden, so wie man auch eine demokratische Debatte darüber führt, welche Maßnahmen muss man ergreifen, damit bestimmte Dinge nicht getan werden. Mir geht es nicht darum zu sagen, Gesellschaften haben nicht das Recht, auch zu gucken, wie setzen sie notwendige Dinge um. Das Recht haben sie, mir geht es darum zu sagen, Gesellschaften haben nicht das Recht, notwendige Dinge umzusetzen, indem sie Einzelne unter Drohung des Entzugs mit dem Existenzminimum dazu zwingen, bestimmte Dinge umzusetzen. Also wäre es wirklich so, meine Angst ist ganz klein, aber wäre es wirklich so, dass die ganz große Masse der Menschen sich nur noch selbst verwirklichen wollte und niemand will mehr den gesellschaftlichen Reichtum produzieren, dann muss eine demokratische Debatte darum geführt werden, wie man das ändern kann. Da stimme ich völlig zu, dass man nicht sich darauf ausruhen kann, dass das von alleine passiert, weil eine Erwartung ist, dass es so funktionieren wird. Wenn nicht, muss das in einem demokratischen Prozess geklärt werden. Was mich schon seit längerer Zeit beschäftigt, wo will man die Grenze ziehen? Also wenn wir das hier zum Beispiel in Deutschland einführen würden, was ja traumhaft wäre, dann ist die Frage, also ich glaube, dass so ganz viele Migranten kommen, noch viel, viel mehr als bis jetzt. Und wie kann Deutschland das wuppen oder Europa oder wo ist die Grenze? Bedingungsloses Grundeinkommen wird nur funktionieren als globales Projekt der Umverteilung von Nord nach Süd. Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann nicht eine reine Umverteilung innerhalb einer Gesellschaft sein, sondern muss global gedacht werden. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht irgendwo anfangen kann, aber grundsätzlich ist es völlig klar, Menschen gehen in einer Welt, in der die Lebenschancen extrem ungerecht verteilt sind. In einer solchen Welt wird ein Teil der Menschen von dort, wo sie gar keine Lebenschancen haben, dahin gehen, wo sie hoffen, welche zu haben. Das ist ihr gutes Recht. Da kann man überhaupt nichts dran kritisieren. Kritisieren kann man Zustände, in denen die Lebenschancen so ungerecht verteilt sind, aber nicht, dass Menschen dort, wo sie keine haben, woanders hingehen, wo sie sich welche versprechen. Das heißt, wenn wir uns das malen können, das kann man nicht, aber wenn wir uns die Bedingungen malen könnten, haben wir in Antarktis so diskutiert, dass wir sagen,
Ein bedingungsloses Grundeinkommen müsste anfangen mit einer kleinen Zahlung für alle Menschen in den arm gemachten Ländern der Welt, die zumindest ausreicht, die allernotwendigsten Grundbedürfnisse zu stellen. Das wird international meistens unter dem Begriff Basic Food Income diskutiert, eine solche Idee. Es gibt auch andere Begrifflichkeiten dafür. Es gibt eine Reihe Projekte, in denen das ausprobiert worden ist und weiter ausprobiert wird, vor allen Dingen in südlichen Afrika, aber auch in anderen Ländern. Darüber haben wir in dem zweiten Buch, was ich mitgebracht habe, mehr gemacht, aber auch in dem, was ich zuerst genannt hatte, Teil der Lösung, gibt es einen längeren Beitrag von Kollegen aus Namibia dazu, der genau diese Überlegungen darstellt. Zweiter Punkt dazu, der aus unserer Sicht extrem wichtig ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen muss von vornherein dort, wo es möglich ist, so gedacht werden, dass es hierzulande, also es kann nicht ein deutsches Projekt sein, es müsste mindestens jetzt von unserer konkreten Situation aus als EU-Projekt gedacht werden. Es gibt auch innerhalb der EU inzwischen, wir hatten im vorletzten Jahr eine Europäische Bürgerinitiative Grundeinkommen laufen und es gibt inzwischen ein europaweites, EU-weites, europaweites inzwischen Netzwerk, Unconditional Basic Income Europe, mit Mitgliedsorganisationen aus 25 europäischen Ländern, wo wir genau daran arbeiten, das als europaweites Projekt zu etablieren. Es müsste dort zumindest sehr stark so gedacht werden, dass die Zugänge barrierefrei sind. Das heißt, aus unserer Sicht wäre es extrem wichtig, ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht nur als Geldzahlung zu denken, sondern auch als gesellschaftlich kostenlose Infrastruktur. Ja, wenn nicht nur der öffentliche Nahverkehr, sondern alle Mobilität außer dem Flugzeug, wenn das Wohnen, wenn ein Grundkontingent an Energie, wenn Kommunikationsinfrastruktur, wenn all diese Dinge kostenlos für die Menschen zur Verfügung stehen, gesellschaftlich bezahlt werden, dann brauchst du, um dein eigenes Leben zu organisieren, sehr, sehr viel weniger Geld. Das wäre also eine Form des Grundeinkommens, aber eine Form, die allen zur Verfügung steht, die hier sind. Und die damit für alle, die hier sind, gleiche Lebensbedingungen schafft, aber keinen Anreiz organisiert, auf dieses Geld zu spekulieren, das da bezahlt wird. Von daher also diese beiden Ebenen, ein bedingungsloses Grundeinkommen muss mit einem finanziellen Ausgleich von Nord nach Süd verbunden sein. Und bei dem ein bedingungsloses Grundeinkommen sollte so weit wie möglich nicht monetär in Form einer gesellschaftlichen sozialen Infrastruktur organisiert werden. So, das Grundeinkommen hast du ja vorhin mehrmals schon gesagt, das ist ein Baustein, der alleine so nicht stehen bleiben kann. So, aus meiner Sicht eigentlich ziemlich logisch, aber also weil er halt am Individuum ansetzt nur und in dem Film kam ja unter anderem auch die Frage nach dem Eigentum. Also wer besitzt die Produktionsmittel in einer Gesellschaft und wie werden die eingesetzt? Und kannst du dazu am Ende noch vielleicht was sagen? Also ich weiß ich nicht, aus meiner Sicht so, vielleicht gerade sind wir jetzt nicht eigentlich, gab es nicht so eine Art Rückentwicklung, was das angeht? Also gab es nicht vielleicht auch mal Zeiten und Gesellschaften, die da schon weiter waren, was das angeht? Also hat kollektive Nutzung von Ressourcen und eben Umverteilung in einem gerechteren Sinne, also weiß ich nicht, klar, im Osten sind wir jetzt hier in der DDR, gab es in der Form vielleicht nicht so, wie man sich das genau wünscht oder so, wie es genau ablaufen sollte, aber ich meine, gerade das war ja so ein Punkt, es gibt auch viele Länder in Lateinamerika oder auch in anderen Teilen der Welt, wo es eben jenseits dieser kapitalistischen Verwertungslogik Gesellschaftsmodelle gibt, die sich so etablieren. Und, ja, das sind wir jetzt gar nicht irgendwie in der, also immer in dieser Weiterentwicklung. In der Tat, die Grundeinkommensdebatte ist in Deutschland und überhaupt in Europa eine Debatte, die sehr stark individualisiert ist und die sehr stark auch von einem bürgerlich-liberalen Standpunkt ausgeführt wird. Ansätze, die andere Vorstellungen von Ökonomie als bürgerliche Volkswirtschaft vertreten, sind in der Grundeinkommensdebatte eher minoritär. Wir diskutieren das in der Tat sehr wohl von einem nicht bürgerlichen Standpunkt aus und das konzentriert sich wieder ganz eng oder verbindet sich wieder ganz eng mit der wachstumskritischen Debatte. Also gerade bei uns in der AG Genug für alle
haben wir vor vielen Jahren schon, ehe die Wachstumskritik bei Attac ein umfassendes Thema geworden ist, das immer wieder thematisiert, weil wir gesagt haben, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist die Basis natürlich, die notwendig ist, um allen Menschen ein Leben unabhängig von materieller Existenznot zu organisieren. Aber das Ziel als solches, das ist notwendig, dass Menschen und menschenrechtlich ein Imperativ, eine Forderung, der man sich nicht verschließen kann, dass Menschen in einer Gesellschaft, die dazu reich genug ist, nicht mit materiellen Existenzsorgen gequält werden dürfen. Menschenrechtlich ist das vollkommen klar, dass man das so vertreten muss, aber es ist nicht das letzte Ziel. Das letzte Ziel ist eine Gesellschaft, die so organisiert ist, dass materielle Existenzsorgen auch gar nicht mehr auftreten können. Wo kommen denn die materiellen Existenzsorgen her in einer reichen Gesellschaft wie der, in der wir leben? Und die sind ja nicht zufällig da oder aus bösem Willen, sondern die sind deshalb da, weil die Eigentumsordnung und gerade die Eigentumsordnung an Produktionsmitteln so geregelt ist, dass die einen, diejenigen, die konkret produzieren, die konkret die Arbeit dafür leisten, dass Dinge, Güter und Dienstleistungen hergestellt werden, die bekommen einen Lohn, der mehr oder weniger zum Leben ausreicht, aber ihnen gehören nicht die Dinge, die sie hergestellt haben. Die Dinge, die sie hergestellt haben, gehören dem, der das Geld für den Produktionsprozess vorgeschossen hat. Und in einer solchen Ökonomie wirst du immer eine gleichzeitige Entwicklung von Reichtum und Armut haben. In einer solchen Ökonomie wirst du Reichtum immer nur durch und mit Armut haben. Und wenn du diese Armut beseitigen willst, ist das bedingungslose Grundeinkommen ein mögliches Mittel, mit dem man zeigen kann, dass das prinzipiell denkbar ist, aber eines, dass den ökonomischen Grundgesetzen einer solchen Gesellschaft eigentlich immer ein Stück zuwiderläuft. Das ökonomische Grundgesetz aus Sicht des Investors ist, ich investiere, um daraus möglichst viel Gewinn ziehen zu können und nicht, um daraus so zu verteilen, dass alle halbwegs anständig leben können. In diesem Spannungsverhältnis wirst du durch den Kapitalismus auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, das kann man machen, so ein Grundeinkommen, aber du wirst immer in diesem Spannungsverhältnis bleiben. Wenn du diese materielle Existenznot der Menschen tatsächlich aufheben willst, dann wirst du darüber diskutieren müssen, was sind denn die Güter und Dienstleistungen, die du brauchst für ein gutes Leben, die notwendig sind, im wortwörtlichen Sinne, die die Not wenden. Und wie wollen wir diese Güter und Dienstleistungen produzieren? Das ist unter ökologischen Fragen derselbe Imperativ. Der stellt sich unter sozialer Frage und der stellt sich unter ökologischen Fragen. Und die Antwort auf diese Frage, was sind die Güter und Dienstleistungen, die notwendig sind für ein gutes Leben und wie wollen wir sie produzieren? Die Antwort auf diese Frage verlangt auf jeden Fall einen Eingriff in die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse. Ohne das wird das nicht gehen. Und letztlich wird man diese kapitalistischen Eigentumsverhältnisse auch überwinden müssen, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie das im Einzelnen dann aussehen kann. Das sind Prozesse, die gesellschaftlich organisiert werden müssen und du hast dich nicht zu Unrecht auf den Versuch hierzulande bezogen, der das nur sehr unvollkommen hat realisieren können. Das ist also jetzt nicht mein Anliegen, von vornherein ein Modell zu propagieren, wie das geht. Aber das bedingungslose Grundeinkommen hat eine Perspektive über den Kapitalismus und seine speziellen Eigentumsverhältnisse hinaus, was nicht heißt, man kann den Kapitalismus damit nicht beginnen. Aber wenn die Leute tatsächlich, die Individuen, nicht mehr gezwungen sind, und beim Grundeinkommen wäre das so, ihre Arbeitskraft um jeden Preis zu verkaufen, dann werden die anfangen, darüber nachzudenken, und das sollen sie auch, und das ist gut, wie können wir denn mit unserer Arbeitskraft etwas Gescheites tun, was uns dauerhaft von dem Druck befreit, immer wieder Angst haben zu müssen, dass Lebensnotwendige wird uns genommen.